Herr Keuner ging durch ein Tal, als er plötzlich bemerkte, dass seine Füße im Wasser gingen. Da erkannte er, dass sein Tal in Wirklichkeit ein Meeresarm war und dass die Zeit der Flut herannahte. Er blieb sofort stehen, um sich nach einem Kahn umzusehen, und solange er auf einen Kahn hoffte, blieb er stehen. Als aber kein Kahn in Sicht kam, gab er diese Hoffnung auf und hoffte, dass sein Wasser nicht mehr steigen möge. Erst als ihm das Wasser bis ans Kinn ging, gab er auch diese Hoffnung auf und schwamm. Er hatte erkannt, dass er selber ein Kahn war. Willkommen bei Burnout Coaching Berlin, liebe Angehörige oder liebe Angehörige. Schön, dass du dich entschieden hast, deinen geliebten, von Burnout betroffenen Menschen auf seinem Weg aus dem Burnout zu unterstützen und zu stärken, wo es nur geht. Und damit auch ich dich beim Unterstützen unterstützen kann, bekommst du heute 10 Tipps von mir in die Hand, die dir helfen werden, dir einen Überblick über eure Situation, den Verlauf eines Burnout und die wichtigsten Eckpunkte zur Heilung zu verschaffen. Am Ende habe ich sogar noch ein kleines, handfestes Geschenk, ein Helferlein zum Mitnehmen sozusagen für dich. Burnout ist immer ein partnerschaftliches bzw. ein Familienthema. Ich habe in keinem meiner Coachings erlebt, dass das Leben mit dieser Diagnose nicht auch immer das Umfeld des Betroffenen mitnimmt. Noch nie. Ihr seid eine Symbiose, in guten wie in schlechten Zeiten. Und deswegen gibt es heute diese Folge. Bevor ich richtig loslege, möchte ich dir die Folgen 1, 4, 5 und 7 der ersten Staffel sowie die Folgen 9 und 10 der dritten Staffel von Burnout von der Leichtigkeit des Seins ans Herz legen, da ich davon ausgehe, dass du die Person, der du helfen möchtest, schon ganz gut kennst. Burnout bzw. die Ursachen dafür liegen häufig sehr tief vergraben. Und diese Folgen, die ich eben aufgezählt habe, werden dir helfen zu verstehen, wie dein Angehöriger denkt, fühlt und welche Ängste und Erwartungen ihn motivieren, immer und immer mehr zu geben, als er eigentlich, also energetisch betrachtet, hat. Falls es sich bei der betroffenen Person um deinen Partner, deine Partnerin handelt, kann es sinnvoll sein, sich einzukuscheln und gemeinsam auch die Folgen 7, 8 und 9 der vierten Staffel zu hören, da diese sich vor allem mit dem Thema Leben und Familie kritisch befassen und euch helfen können, sich einige Fragen zu eurem gemeinsamen Alltagsleben zu stellen und gemeinsame neue Antworten zu finden. Viel Spaß damit! Burnout. Eine Diagnose, schwer wie ein richterlicher Schlag mit dem Holzhammer. Es ist aus. Dein Angehöriger kann nicht mehr, entweder weil der Körper streikt oder die Seele ihn zu Boden drückt oder, wie in den meisten Fällen, beides. Bei all den Tipps und Empfehlungen, die ich dir nun an die Hand gebe, ist vor allem eines wichtig. Belehre deinen betroffenen Freund, Partner, Elternteil nie. Du möchtest helfen, motivieren. Vielleicht hast du das Gefühl, von außen betrachtet, die Lösung ganz offensichtlich zu erkennen. Nun, ich muss dich enttäuschen.
Das alles wird euch beiden nicht helfen. Denn die Erkenntnisse, die deinem Angehörigen aus dem Burnout helfen werden, werden niemals von außen kommen. Sie kommen von innen, von ihm selber, nachdem Körper und Geist zur Ruhe gekommen sind. Nachdem der innere Sturm sich gelegt und dieses Energieminus sich ausgeglichen hat. Und allein das, nur wieder an einen Punkt zu kommen, wo überhaupt ein wenig Kraft besteht, um sich seinem eigenen Burnout zu widmen, kann und wird eine ganze Weile dauern. So laufen die meisten Burnouts ab. Am Anfang steht das "Nichts geht mehr", gefolgt von einem ausgedehnten "Wie zur Hölle bin ich hier hingekommen?", abgelöst vom "Sich und seine Ansprüche neu sortieren", über ein "Erkenntnisse umsetzen, ausprobieren, üben, üben, üben", bis hin zum finalen "Es geht mir besser als je zuvor in meinem Leben". Das hier wird also ein Marathon. Und genau deshalb solltest du dich zusammen mit deinem Angehörigen zurücklehnen und anerkennen, dass die meisten Dinge, die nachhaltig gut werden sollen, wie so oft im Leben, eben etwas Zeit, Liebe und viel Geduld brauchen. Aber genug der einleitenden Worte. Hier kommen endlich meine 10 Tipps, die dir helfen werden, dich in dieser langen und absolut lohnenswerten Entwicklung an der Seite deines geliebten Menschen zu orientieren und ihm hier und da die Hand zu reichen, wenn der Burnout-Fluss sich hin und wieder in einen reißenden Strom zu verwandeln droht. Tipp Nummer 1: Nie belehren, keine gut gemeinten Ratschläge. Ich habe es eben schon erwähnt. Der erste und wichtigste Schritt ist es, ein Verständnis für die Situation des Betroffenen zu entwickeln und dies deinem Angehörigen auch offen mitzuteilen. Akzeptiere Burnout als krankheitswerten Zustand und nicht als bloße Überarbeitung oder Überforderung, die durch eine Reduzierung seines Arbeitspensums aufgelöst werden kann. Gib ihm nicht so viele Ratschläge, denn das kann ihn erdrücken und zusätzlich belasten. Denk an das Sprichwort "Ratschläge sind auch Schläge" und hör ihm stattdessen lieber ein bisschen zu und zeig Verständnis für seine Situation, für seine Müdigkeit, für seine Verzweiflung. Denn so zeigst du ihm, dass du da bist. Und das ist schon mal richtig viel wert für deinen geliebten Menschen. Tipp Nummer 2: Keinen Leistungsdruck aufbauen. Die Hilfe, die man als Angehöriger der Person anbietet, wird oft abgelehnt. Man erreicht den Menschen, um den man sich sorgt, nicht mehr. Das liegt auch ein bisschen in der Natur des Burnouts. Denn fiele es deinem geliebten Menschen leicht, Hilfe anzunehmen, dann wäre er wahrscheinlich gar nicht erst ins Burnout geraten. Sein Kopf ist im Moment zum Platzen voll, die Aufnahmefähigkeit viel geringer als sonst und der Wunsch, das Gesicht zu wahren, ist besonders hoch. Ich weiß, als Partner, Freundin, Elternteil empfindest du Hilflosigkeit, Stress, Überforderung, Angst, Ungeduld, Liebe und Mitgefühl. Die Konstellation aus Nähe und Distanz, die diese Erschöpfungserscheinung mit sich bringt, ist meistens die Basis für weitergehende Auseinandersetzungen innerhalb eurer Beziehung und eine Spirale, die sich immer weiter aufschaukelt und sich zu einer echten Zerreißprobe für eure Partnerschaft oder eure Freundschaft
oder die Beziehung, die ihr eben zueinander habt, entwickeln kann. Bedenke, dass dein Angehöriger erschöpft und fertig mit der Welt ist. Er oder sie fühlt sich einfach nicht mehr imstande, Pflichten nachzukommen oder sich anderer Menschen Bedürfnissen, ja, dazu gehören auch die Kinder, ausreichend zu widmen. Er ist überfordert damit. Mach ihm also keinen Druck und schon gar keine Vorwürfe. Sein oder ihr Problem löst sich nicht, wenn du ihm sagst, was er tun oder lassen soll. Wenn du überhaupt irgendwas erwartest, erwarte von deinem Angehörigen nur ganz, ganz, ganz kleine Schritte. Am besten jedoch wäre es, wenn du erstmal gar nichts erwartest. Denn die meisten von Burnout-Betroffenen sind sehr, sehr, sehr sensible Menschen, die eben auch leider ein gutes Gespür für Ansprüche anderer haben, selbst wenn diese diese Ansprüche nicht aussprechen. Drittens. Bestärken, bestärken, bestärken. Wir alle sind erwachsen und wir fühlen uns verdammt wohl mit unserer Eigenständigkeit. Und diese solltest du unbedingt respektieren. Auch während der Krankheit. Wenn du das Gefühl hast, dies ist ein guter Moment, lege ihm oder ihr vorsichtig nahe, professionelle Hilfe, zum Beispiel in Form von Psychotherapie, in Anspruch zu nehmen. Sag deinem geliebten Menschen, dass du glaubst oder gelesen hast, dass die Wahrscheinlichkeit, allein aus dieser Situation herauszukommen, sehr gering ist. Dass du glaubst, dass du gelesen hast, dass es eben sehr viel schneller geht mit einer Psychotherapie. Biete ihm an, ihn zu begleiten. Auch den Besuch einer Selbsthilfegruppe für Betroffene kann ich wirklich empfehlen. Denn manchmal nehmen wir und natürlich auch dein geliebter von Burnout betroffener Mensch Ratschläge oder Tipps von anderen Menschen, mit denen wir uns identifizieren, weil sie ähnliche Probleme haben wie wir, viel schneller an als von einem Arzt, einem Therapeuten oder jemandem, der gesund ist und von dem wir glauben, dass er die Situation gar nicht nachvollziehen kann. Viertens. Mein vierter Tipp lautet Respekt. Es ist wichtig, einen Mittelweg zwischen Belastung und Entlastung im gemeinsamen Zusammenleben zu finden. Angehörige von Burnout-Betroffenen tendieren nämlich oft dazu, Aufgaben und Anforderungen von demjenigen fernzuhalten und ihn von seinen Verpflichtungen quasi zu entbinden. Gerade Burnout-Betroffene oder auch Burnout-gefährdete Menschen definieren sich aber ganz oft über die Bewältigung ihrer Aufgaben und über ihre Verantwortungen und über den Stress, den sie haben. Eine umfassende Befreiung davon ist deswegen gar nicht immer hilfreich. Als Freundin, Mutter, Partner kannst du helfen, ein sinnvolles Maß an Belastung und Erholung zu finden und aufrechtzuerhalten. Aber eben immer nur in Absprache mit deinem geliebten, von Burnout betroffenen Menschen. Außerdem, und oft noch viel wichtiger, ist folgender Gedanke. Dein von Burnout betroffener Angehöriger lernt und probiert gerade aus, ob und wie viel Arbeit, Verantwortung, Starksein etc. er loslassen und abgeben kann oder abgeben muss und will. Er lernt sich ganz bewusst für oder gegen Dinge zu entscheiden, und zwar basierend auf seinem Befinden und seinen Energiereserven. Er muss wieder lernen, auf sein Befinden und auf seine Energiereserven zu achten, damit er das tun kann.
Und er muss das ausprobieren dürfen. Und er muss eben auch erfahren dürfen, wann er an seine Grenzen kommt. Das Ganze ist quasi wie so eine riesengroße Wahrnehmungsübung. Und diese wird schwieriger, wenn du ihm oder ihr alles abnehmen möchtest. Denn dann kann er seine Grenzen nicht wahrnehmen und erfahren. Und im schlimmsten Fall erreichst du damit echtes Gegenteil. Nämlich, dass dein Angehöriger sich einfach nicht mehr auflädt, also energetisch betrachtet, weil er unbewusst das Gefühl hat, die Kapazitäten, all diese Sachen zu erledigen und immer alles zu geben, sind ja vorhanden. Also es ist im Prinzip ein bisschen so, als ob dein Angehöriger für sich ausprobieren muss, wann sein Akku leer ist und zu lernen muss, das zu sehen, wenn sein Akku leer ist. Und wenn du ihm im Prinzip jedes Mal, wenn du siehst, dass der Akku zur Neige geht bei deinem Angehörigen, ihm dann deinen Akku noch zur Verfügung stellst, wird er eben immer das Gefühl haben, dass er ein bisschen mehr Akku hat, als er tatsächlich hat. Und das ist das Problem beim Burnout. Also, respektiere, dass er eigenständig sein möchte und lass ihm diese Eigenständigkeit, damit er sich erfahren kann. Tipp Nummer 5. Der Spiegel. Du kannst den Betroffenen oder die Betroffene auch damit unterstützen, indem du ihm oder ihr direkte oder auch indirekte Zeichen von der Überarbeitung, die du bei ihm wahrnimmst, zurückmeldest. Etwas später in diesem Prozess, wenn dein Angehöriger angefangen hat, die Motivation und Gedanken bzw. Ängste, also insgesamt die Gründe für sein Verhalten und sein Burnout, zu hinterfragen und auch zu erkennen, kann es wirklich hilfreich sein, auf bereits gewonnene Erkenntnisse einzugehen, die er mit dir geteilt hat, wenn du siehst, dass dein Freund oder dein Partner unbewusst in alte, bereits erkannte Muster zurückfällt. Das ist etwas, was viel häufiger vorkommt, als man denkt. Dieses Hinweisen, dass dein Freund oder dein Partner gerade offenbar in alte Muster zurückfällt, gelingt übrigens am besten mit Fragen, weil alles andere wieder belehrend wirkt. Also, Fragen wie: Sag mal, du hast doch neulich erwähnt, dass dir das und das und das aufgefallen ist. Kann es sein, dass diese Situation jetzt so ähnlich ist wie das, was du damals meintest? Oder sag mal, kann es sein, dass du gerade Angst hast, nicht mehr geliebt oder anerkannt oder ein Versager zu sein, wenn du jetzt dies oder das nicht tust? Wie gesagt, Fragen sind super. Niemals jedoch Belehrungen und schon gar keine harsche Kritik. Du hast es in den Punkten, die ich vorher aufgezählt habe, inzwischen ja schon ein bisschen mitbekommen. Wir wollen immer, dass der Betroffene so viel wie möglich aus sich selbst raus erkennt und umsetzt. Und das gilt natürlich auch für das Erkennen von Fehlern oder Mustern, die sich immer wieder wiederholen. Fragen zu stellen, fördert, dass dein geliebter Mensch eben auch sich selber immer mal wieder hinterfragt. So, Punkt Nummer 6. Meide unbedingt Überforderung. Diesen Punkt kann ich ziemlich kurz und einfach halten. Vertagt wichtige Entscheidungen. Von Burnout-Betroffene sind oft nicht in der Lage, grundlegende Punkte objektiv zu betrachten. Sie sind mega gestresst. Ihr Kopf ist übervoll und fühlt sich an, als müsste er platzen.
Sich zu konzentrieren fällt extrem schwer. Und nachdem die Therapie routiniert läuft, werden Angelegenheiten unter Umständen völlig anders bewertet. Siebtens. Macht's euch hübsch. Plant gemeinsame Auszeiten. Der Name des siebten Punktes verrät es ja eigentlich schon. Versucht gemeinsam so viele positive Aktivitäten zu unternehmen wie möglich. Denn das ist gesundes Futter für euch beide, für eure Seelen, für eure Körper. Gemeinsame positive Aktivitäten müssen keine großartigen Reisen oder Ausflüge sein. Nutzt einen Spaziergang in die Natur oder euren Lieblingssport. Generell wirkt sich Bewegung und das Verlassen der Alltagssituation nicht nur bei Burnout, sondern generell bei Stress positiv auf das eigene Empfinden aus. Der Besuch einer Veranstaltung, ein Gang ins Kino, ein gemütliches Abendessen oder ein Treffen mit guten Freunden kann außerdem auch für Abwechslung sorgen. Keiner von euch beiden will sich 24 Stunden am Tag mit dem Burnout, dem Stress, den Ängsten, den durcheinander gewürfelten Alltag, den ihr dadurch habt, befassen. Ihr braucht Pausen für eure Köpfe. Plant also gemeinsam ruhig auch einige Zeit im Voraus, denn so entsteht bereits Vorfreude und die wiederum kann auch bei euch beiden für einen Motivationsschub sorgen, der euch hilft, dieses zähe Burnout ein bisschen besser zu überstehen. Achtens. Ich habe es ja am Anfang schon erwähnt. Geduld. Solang wie der Weg ins Burnout war, so lang ist er meistens auch wieder raus. Rückschritte und die Tatsache, dass man manchmal in alte Muster zurückfällt, sind normal und haben auch einen Sinn. Was sich wiederholt, lernen wir schneller und werden für bestimmte Situationen und Empfindungen, zum Beispiel, wann bin ich müde, wann brauche ich eine Pause, wann lade ich mir zu viel von anderen auf, was hilft mir, wieder Energie zu tanken und so weiter und so fort, sensibilisiert. Und so wie wir alle manchmal mehrere Anläufe brauchen, braucht auch dein geliebter Mensch diese Fehler und sich wiederholenden Situationen, um dauerhaft, auch nach dem Heilungsprozess, wenn er vielleicht irgendwann wieder arbeiten geht und so weiter, gut auf sich achten zu können. Das ist ein Phänomen, was ich so oft in meiner Praxis erlebe, dass Burnout-Betroffene, die sich diese Zeit nicht nehmen, die quasi versuchen, alle Erkenntnisse nur schnell abzuarbeiten, dass die häufig nochmal nach 1-2 Jahren Genesung wieder in ein Burnout fallen, weil sie einfach diese Routine im Umgang mit sich selber nicht erlernen konnten, weil sie es zu eilig hatten. Oder weil sie Angehörige hatten, die dieses Gefühl der Eile und der Hast noch gefördert haben, indem sie eben Druck gemacht haben, statt geduldig zu sein. Der Umgang miteinander, wenn einer in der Beziehung, egal ob in der Partnerschaft oder in der Freundschaft oder in der Eltern-Kind-Beziehung vom Burnout betroffen ist, kann manchmal ganz schön haarig sein. Denn Betroffene sind gestresst und versuchen, sobald sie das Gefühl haben, dass jemand versucht, ihnen noch mehr Verantwortung oder noch mehr Arbeit aufzudrücken oder einfach ihre Bedürfnisse nicht sieht, denjenigen wegzubeißen. Weil das einfach noch eine weitere Stressquelle ist und weil die Burnout-Betroffenen natürlich auch tief drin das Wissen haben, dass wenn sie sich jetzt noch mehr aufladen und nicht zurücknehmen, dass das halt schwerwiegende Folgen haben wird.
Und da wir bei den Menschen, die uns am nächsten stehen und die uns am meisten lieben, die wenigste Angst haben müssen, dass sie weglaufen, wenn wir die schlimmste Version unserer selbst sind, kriegen diese Menschen unseren Stress, beziehungsweise bei Burnout-Betroffenen eben auch die Aggression, die manchmal damit einhergeht, ein bisschen mehr ab als vielleicht andere Leute. Manchmal gipfelt das Ganze aber auch gar nicht in Aggressionen und Streitereien, sondern in dem Bedürfnis, sich zurückzuziehen und endlich Stille zu erfahren. Mein Tipp Nummer 9 lautet also: Versuche, die Lustlosigkeit deines Partners, deines Vaters, deiner Freundin nicht allzu persönlich zu nehmen. Wie gesagt, Betroffene ziehen sich oft von ihren Kollegen, Familie oder Freunden zurück, da aufgrund dieser super hohen Ansprüche an sich selbst persönliche Bedürfnisse und soziale Kontakte über lange Zeit vernachlässigt werden. Es ist für dich als Angehörigen an dieser Stelle wichtig, den Rückzug nie als persönliche Kränkung zu verstehen, sondern als ein Symptom der Burnout-Erkrankung und als etwas, was sich genau wie alle anderen Symptome des Burnouts ändern und verschwinden wird, wenn dein geliebter Angehöriger seinen Burnout-Weg zu Ende gegangen ist. Und ein bisschen resultiert Tipp Nummer 10 aus Tipp Nummer 9. Achte unbedingt auf deine eigenen Bedürfnisse. Wenn du zwischendurch Abstand zum Betroffenen benötigst, weil Wut und Aggression eben doch öfter an deine Adresse gehen, oder weil du dir so viele Sorgen machst, dass du selbst vielleicht nicht so gut schläfst im Moment, oder weil du dich sehr, sehr, sehr viel mit der Situation deines Angehörigen beschäftigst und deswegen vielleicht ein bisschen weniger Zeit gefunden hast, dich mit deinen eigenen Empfindungen und deinem gesundheitlichen Zustand oder deinen Bedürfnissen einfach zu beschäftigen, zieh dich ruhig zurück. Es ist niemandem geholfen, wenn am Ende auch du noch ausbrennst. Wie gesagt, das hier ist ein Marathon. Sensibilisiere dich, um bei dir selbst Erschöpfungssymptome zu erkennen. Und nimm Hilfe für Angehörige von Burnout-Betroffenen an. Wenn du möchtest, kannst auch du einen Therapeuten besuchen oder eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Betroffenen. In Fällen, wo Angehörige nicht mehr alleine mit der Situation zurechtkommen, kann es wirklich hilfreich sein, mal mit einem Arzt oder einem Psychologen oder ja allgemein jemandem, der vom Fach ist, oder mit Menschen, die gerade ähnliche Erfahrungen machen wie du, nämlich andere Angehörige von Betroffenen, anzuvertrauen. Denn Ärzte und Psychologen können dir in deiner individuellen Situation helfen, dich unterstützen, Wege zu finden, wie du mit dieser belastenden Situation innerhalb der Partnerschaft, der Freundschaft, der Familie umgehen kannst. Und sie können dir helfen, problematische Muster, die sich vielleicht eingeschlichen haben, weil der Weg ins Burnout ist ja relativ lang und häufig, wenn sich das eben über Monate oder über Jahre zieht, entwickeln sich Muster im Umgang zwischen dem Burnout-Betroffenen und seinen Angehörigen, die eben die Belastung für beide Seiten verstärken. Und Ärzte und Psychologen können manchmal helfen, diese Muster zu erkennen, und sie können dir helfen, gemeinsam mit dir Alternativen und Lösungsansätze zu finden und diese Muster zu durchbrechen. Wenn du eine feste Beziehung oder gar eine Ehe mit einem Betroffenen führst, dann könnte sogar eine Partnerschafts- oder Eheberatung sinnvoll sein. Das ist auch wieder was, was euch beide enorm entlasten kann, denn so hat auch dein Betroffener die Möglichkeit, innerhalb dieser partnerschaftlichen Beratung zu lernen, wie er auch dir besser kommunizieren kann, was er braucht, was er fühlt, wovor er Angst hat und so weiter und so fort.
Der Schriftsteller Ernst Festel sagte einmal: Die Kunst eines erfüllten Lebens ist die Kunst des Lassens. Zulassen, weglassen, loslassen. Eine Weisheit, die sowohl für dich als auch für den betroffenen, geliebten Menschen sehr hilfreich sein wird. Gut gemeinte Ratschläge, Leistungs- und Zeitdruck sowie schwerwiegende und schwierige Entscheidungen lass weg. Die Illusion, ein Burnout sei nach einem ausgeschlafenen Wochenende vorbei, lass los. Und alles, was die Liebe zu deinem nahen, von Burnout betroffenen Menschen hergibt, Zuversicht, Gelassenheit, Geduld, Respekt und ein liebevolles Spiegeln, lass zu. Genauso wie deine eigenen Bedürfnisse nach Abstand und Ruhe oder Austausch mit Angehörigen anderer Betroffener. Denn auch du verdienst es, verstanden und gehört zu werden. Und dann kann auch nichts mehr schiefgehen. Das heutige Mantra der Woche richtet sich natürlich ebenfalls an dich, liebe Angehörige, liebe Angehörige, und lautet: Zulassen, weglassen, loslassen. Und hier kommt mein kleines Geschenk an dich. Damit du dich jetzt nicht mit Stift und Papier nochmal hinters Radio klemmen und dir alle heute von mir genannten Punkte mühevoll notieren musst, habe ich sie dir nochmal als PDF-Dokument zusammengefasst, welches du auf meiner Webseite www.burnout-coaching-berlin.de/miniblog/burnout-10-hilfreiche-tipps-für-angehörige einfach kostenlos runterladen kannst. Den Link dazu findest du aber auch nochmal im Beschreibungstext zu dieser Episode. Ist vielleicht ein bisschen einfacher, dann kannst du einfach draufklicken und dann bist du schon direkt beim Download von diesem Papier. Außerdem im Beschreibungstext zu dieser Episode findest du den Link zu meinem Buch, zum Podcast und zum Blog Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Hier erfährst du aus schönen Geschichten und spannenden Erfahrungsberichten alles über den gesunden Umgang mit Burnout, belastenden Emotionen, schwierigen oder fordernden Menschen und bekommst auch vier einfach umsetzbare Übungen an die Hand, die deinem von Burnout betroffenen, geliebten Menschen helfen, die eigene Energie zu erhalten, zu steigern, das innere Gleichgewicht wiederherzustellen und sich selbst wieder positiver zu erfahren, während er so knietief im Burnout steckt. Viel Spaß damit, danke dir fürs Zuhören und einen guten gemeinsamen Weg mit deinem geliebten Menschen aus dem Burnout wünscht dir deine Susi.